Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir die letzten Missionen haben hier in Far Harbor. Und zwar haben wir einmal die Mission unter Sonstiges, finde die Ladung der Marine Kampfrüstung. Das würde ich ganz gerne machen. Und der Segen des Vergessens. Beschaffe den Code für den Todmannschalter des Windparks. Finde heraus, wo sich der Startschlüssel für die Atomrakete befindet. Decke Dimas geheime medizinische Einrichtung auf. Also für alle drei Parteien Dreck am Stecken, denke ich mal. Windparkwartung, okay. Marine Kampfrüstung. Finde heraus, wo sich Start. Okay, das ist ja quasi direkt ums Eck. Ich würde sagen, wir gehen mal als erstes hier hin. Dann machen wir das Ganze hier. Was haben wir da? Dimas geheime Dingens. Und. Ach, nochmal die Kampfrüstung. Und da auch nochmal. Oder? Nee. Dimas Arsenal. Oh, wir haben ja doch noch ein bisschen was zu entdecken. Ich hätte gedacht, das geht schneller. Na gut, wir reisen mal nach Arcadia. Dann gehen wir zum Wartungsdingens des Windparks. Und dann können wir eins nach dem anderen abschließen. Wir haben die Orte ja schon fast alle entdeckt. Von daher dürfte es ja relativ schnell gehen. Wir gehen jetzt natürlich nicht nach Arcadia selbst, sondern wir müssen in genau die andere Richtung. Nämlich dorthin. Diesen Bunker, der war vorher definitiv nicht da. Der ist jetzt erst da. Der war nämlich vorher hundertprozentig nicht da. Ich bin froh, endlich hier mal wieder rumzulaufen, nicht mehr in dieser virtuellen Welt da zu sein. Das war zwar so ganz nett, aber auf Dauer doch ein bisschen anstrengend. Und man mag ja auch halt weiterhin Fallout spielen. Oh, ist direkt so ein Gebäude, wo man so rein kann. Okay. Mal sehen, was wir dort finden werden. Ich werde den Codes halt nur borgen, aber ich werde den nicht verwenden, dass die Leute da sterben. Kronkorken, Nuka-Granate, roter Teller, das nehmen wir mal alles mit. Den Rest kann er behalten. Und hier genauso. Machen wir mal, wow, Licht an. Aggressotron. Das bedeutet doch eigentlich nichts Gutes. Extra starke Sicherung. Okay, das heißt, wir müssen erstmal noch Sicherung finden. Eine Sammlung aufbauen oder was? Dieser Knopf funktioniert nicht. Eine extra starke Sicherung. Zwei. Drei. Habe ich hier eine übersehen? Vier, oder? Müsste jetzt klappen. Eindringling entdeckt. Aktiviere Griffmaßnahmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Okay. Turbine 02 Regulatoren Terminal. Da Lebewesen. Was war das? Alarmstufe erhöht. Da schauen wir natürlich gleich rein. Zeig dich. Feindliche Präsenz noch immer erkannt. Einsatzgebiet nicht sicher. Ein Begriff. Okay, so hätten wir es dann auch erledigt. Ich will aber jetzt erstmal hier eins nach dem anderen abschließen. Nicht hier direkt irgendwie direkt den nächsten Weg gehen. Ich mag das nicht so sehr. Schauen wir uns hier erstmal um. Jedenfalls haben wir wieder leere Taschen. Wir können also munter looten. Das machen wir natürlich auch. Achso, Nick ruht sich erstmal aus, ganz klar. Dann schauen wir doch mal rein hier. Status der Windmühle abfragen. 91%, Energieniveau, Schaltkreis, Integrität 82%, Drehschwellenwert 19 Umdrehungen pro Minute, letzte Benutzeranmeldung gelöscht. Okay. Auf Systemdateien zugreifen.
frei, aktiv, automatisierte Benutzername, Daten erforderlich. Okay. Ich speichere hier mal lieber. Nein. Speichern. Denn ich will nicht hier irgendwie die Leute von Fahaba töten oder so. Ich will das Ganze jetzt hier erstmal nur untersuchen. Ich will hier auf gar keinen Fall jemanden töten aus Fahaba. Das will ich absolut gar nicht. Deswegen gehe ich da mal auf Nummer sicher. Da kommt jemand. Wenn man vom Teufel spricht. Genau. Ah, da kommt jemand, ist relativ. Aber ist vernichtet. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ach, ein paar Spiele, ein Stift. Ein Bilderrahmen. So, das Problem hätten wir auch gelöst. Ich will natürlich auch die Teile davon haben. So, hätten wir alles mitgenommen. Glühbirne, das schauen wir. Anlagentürmen, das schauen wir gleich mal rein. Ist hier sonst noch etwas? Ein Schraubenzieher und ein paar Sicherungen. Nehmen wir natürlich alles mit. Was haben wir denn hier? Turbine 01. Status der Windmühle abfragen. 84. Okay, alles unrelevant. Auf Systemdateien zugreifen. Erforderlich. Rotoband laden. Nö, müssen wir auch nicht. Anlagenterminal. Nachrichten. 14.08.77. Vergessen Sie nicht, warum Sie hier sind. An Redica K. Von Brown Julius, VP Marketing und PR. Ihre Anstrengungen, die Realisierbarkeit dieser Windenergie-Experiments voranzubringen, sind zwar bewundernswert, Dr. Redica. Allerdings sollten Sie nicht vergessen, warum GDA dieses Projekt finanziert. Sie sind da oben, um uns vor den US-Senatoren und Regierungsvertretern, die im großartigen Staat Maine Urlaub machen, gut dazustehen und nicht wie eine Firma wirken zu lassen, die völlig grundlos beschuldigt wird, das Grundwasser ihrer Wähler zu vergiften. Ah ja, wir sind in Fusionsgeschäft, Kelly. Also reichen Sie Ihre Berichte ein, holen Sie sich die Checks ab und genießen Sie den Umstand, dass Sie auf unseren Kosten auf einer Ferieninsel residieren. Kein Grund für Feindseligkeiten. 22.09.77. Es gibt keinen Grund, feindselig zu werden, Doc. Wir sind doch Partner, vergessen? Ich habe Ihren Bericht nach oben weitergeleitet, wie Sie es wollten, und er hat so viel Interesse ausgelöst, wie ich gesagt hatte. Unendlich nachhaltige Energie ist keine Phrase, mit der man hier Leute vom Hocker haut. Wenn Sie also nicht beweisen können, dass mit Ihrem sogenannten Durchbruch mehr Haushaltsfusionsgeneratoren verkauft werden können, dann lassen Sie es lieber sein. Ich versuche Ihnen nur zu helfen, Kelly. Sie haben, was Sie wollten. 17.10.77. Sie haben das Interesse der Firma. Sie wollten das Interesse der Firma wecken. Nun, das ist Ihnen gelungen. Ihr Team hat 2 Wochen Zeit, um alle Projekte abzuschließen, bevor wir die Anlage demontieren. Die Vorstandsmitglieder haben ihren Bericht hinter meinem Rücken gelesen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es GDAs Interessen zuwiderlaufen würde, Geld für eine mögliche Konkurrenztechnologie auszugeben. Es hätte so einfach sein können, Doc, aber sie mussten es ja vermasseln. Eine letzte Sache bleibt aber noch zu erwähnen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um Ihr Team an die von allen unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen zu erinnern. Diese sind dauerhaft bindend. Ja, endlose Energie. Das wird es dann auch quasi nie geben, weil dann werden halt nie mehr diese Generatoren und all diesen ganzen Kram verkauft. Aber im Endeffekt könnte endlose Energie so einfach sein, aber die Gier überwiegt ja allem. Das ist leider auch so im wirklichen Leben. Eine absolute Tatsache. Traurig aber war, solange man keinen Profit schlagen kann, ist es unrelevant, auch wenn es der Menschheit so sehr helfen würde. Aschenbecher.
Gummibonbons. Und Regulator Nummer 3. Da schauen wir mal reinkommen. Da wird sowieso wieder quasi das gleiche stehen. Ja, das war klar. Also unrelevant. 61 Fusionskerne habe ich noch. Ja, jetzt habe ich aber im Endeffekt doch gar nicht das, was ich wollte, oder? Das ist der dritte. Aber gut, hier müssen wir, wie gesagt, keinen jetzt umbringen oder so. Also tut man Schalter nicht aktivieren und sowas. Das ist also in der Hinsicht alles... Hallo? Nein, ich wollte das hier machen. In der Hinsicht ist schon mal alles ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus. Diesen Ort haben wir entdeckt und gesäubert. Dann schauen wir uns mal die anderen Orte an. Ich bin vor allem mal mit der Marine-Rüstung gespannt, mit der Ausrüstung, was die denn so bringen wird. Jedenfalls ein Ort hier gefunden und gesäubert. Das ist schon mal eine gute Bilanz. Nein, ich will die... Nein. Hallo, ich will die Markierung wegmachen. Markierung entfernen. So, dann reisen wir jetzt mal zu Harbor Grand Hotel. Und dann finde die Ladung. Das machen wir mal. Da waren ja mal Mutanten. Ich hoffe, da sind jetzt keine mehr. War das das Hotel mit den Mutanten? Ja, muss... Ja, klar, das andere war ja das mit den Vault-Bewohnern, die Roboter sind. Mal sehen. Oh nee. Natürlich sind wir wieder Mutanten. War ja klar. Das war ja vollkommen klar, dass hier... Ach Mist, jetzt habe ich das mitgenommen, dass hier wieder Mutanten sind. So, hier sollen wir zum Grand Hotel. Wir folgen den jeweiligen Schriftzügen, die uns jetzt gerade hierhin lenken. Dann gehen wir auch mal direkt hier rein, den direktesten Weg, weil wir haben das ja hier schon mal alles gemacht. Wir haben alles gelootet, alles entdeckt. Nur halt dieses Geheimversteck wohl noch nicht. Abgeschlossen, finde heraus, wo sich der Startschlüssel für die Atomrakete befindet. Achso, das haben wir dann auch wirklich direkt hier. Es soll das Land reinigen. Finde den Startschlüssel. Ich will das Land aber nicht reinigen. Es soll da unten irgendwo sein. Ich denke mal die Waffe weg. Da irgendwo. Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Sind wir hier richtig? Es sieht so aus, es sieht so aus. Aha. Ein Tastenfeld. Sieh mal einer an. Eine Geheimtür. Und hier finden wir die Startcodes. Oh. An Franny. Franny, ich bin's. Ich bin im Grand, in unserer alten Suite. 485130. Das ist der Code für den Schutzraum, den sie gebaut haben, falls die Bomben fallen. Franny, du musst schnell kommen. Ich weiß nicht, wann sie mich holen, also habe ich das Boot vorbereitet, falls wir schnell verschwinden müssen. Okay, jemand hat sich hier verbarrikadiert und wollte, dass Franny dabei ist. Aber das war doch eine Frauenleiche, die da lag. Wir werden vielleicht noch mehr erfahren, wie schön sauber das hier ist. Okay, es war natürlich auch abgeriegelt. Boah, ich will hier alles mitnehmen. Die Seife, da kann ich nicht mitnehmen, genau wie die schönen Handtücher und so. Das ist Franny. Ah, hier. Ah, das war wohl der Kerl. Kartusche, Armeehelm. Ein Soldat. Gemütliches Kissen. Fusionskerne, 4 Stück. Geil. Eine Pistole. Die hat aber auch eine Pistole. Haben die sich gegenseitig umgebracht? Nick, geh mal da weg. Nick. Lass mich mal da ran. Läuft's mit der Jagd nach Eddies? Wir sind noch nicht so weit. Das kommt noch. Hört ihr das Schutzraum-Sicherheitsband an?
Danke für Ihren Such. Verbindung verloren. Mitteilung. Sie werden. Sie verwenden Hilfsenergie. Für Ihr Zimmer fällt eine Zusatzgebühr an. An Rezeption wenden. Gescheitert. Also, das hat so nicht geklappt. Rechnung ansehen. Tagessatz $118.000. Alter Finne. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Band abspielen. Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Ah! Ah! Schrei so viel du willst, Arnie. Alle wurden evakuiert. Hier sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Ah, verrotte in der Hölle! Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Ach, Gott. Ach, was soll's? Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination ist 44, 6... 75, 12. Und war das so schwierig? Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Tut mir leid, Franny. Du sitzt hier fest. Mit mir. Er hat also die Sicherheitstür... Ich nehme das mal mit. Der hat also hier den Code oder so für die Türe wahrscheinlich kaputt geschossen. Und so ist sie dann auch gestorben. Oder er hat sie angeschossen, ich weiß nicht. Und die hat sich dann umgebracht. Keine Ahnung, wir sollen auf jeden Fall raus und zu so einem Boot und da den Startschlüssel holen. Ich will, wie gesagt, aber nicht die Atombombe abfeuern. Da habe ich gar kein Interesse dran. Das ist überhaupt nicht mein Begehr, aber wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Hier sind wir also wieder fertig. Müssen also zu einem Ort rein, damit wir wieder von A nach B reisen können. Aber zum Glück geht das ja bei mir sowieso immer mit den Ladebildschirmen so schnell. Im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich da keine Probleme, dass die irgendwie Ewigkeiten brauchen. So, hinter uns quasi, genau hinter uns, hier in Richtung Osten. Da müssen wir hin und da finden wir dann Marineausrüstung. Die wollen wir natürlich haben. So, dann speichere ich jetzt mal, ziehe die Rüstung aus und bewege mich dahin. Oh nein, ich bin natürlich überladen. Oh. Toll. Nick. Wo ist Nick? Naja, was soll's. Dann muss ich das halt jetzt überladen. Dahin schaffen. Nick ist ja jetzt gerade irgendwie nicht da. Zumindest ich ihn nicht. ...90 Meter und dann unterhalb von uns. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich tauche mal eben auf. Da vorne. Genau hier. Nehmen wir mal mit. Sehr interessant. Da bin ich sowieso mal gespannt. Okay, dann mal wieder zurück zur Küste. Müsste dann genau hierhin sein. Damit wir unsere Rüstung wiederholen können. Und ansonsten können wir dann... Ah. Dock von Finch Cove. Da müssen wir dann als nächstes hin. Finch Cove. Jetzt meine Rüstung. Ich schwimme ja richtig. Das war doch relativ weit jetzt im Wasser. Natürlich, Radioaktivität steigt, aber wir haben ja noch Weatherway und können uns dann eine Kleinigkeit essen. Dann ist alles wieder gut.
Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Steigen wir erstmal hier wieder ein in unseren Flitzer. Naja, Flitzer, man ist irgendwie langsamer in der Rüstung, aber definitiv besser geschützt, kann mehr tragen. Also viele, viele Vorteile. So, French Cove, da gehen wir jetzt als nächstes hin, damit wir die Startschlüssel beschaffen können. Also doch noch ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte. Und dann kommt wahrscheinlich nachher noch irgendwas sowas wie eine Entscheidung, dass wir uns vielleicht für eine Fraktion entscheiden müssen. So wie wir uns später auch im Endgame entscheiden müssen für eine Fraktion. Aber hier bin ich mir nicht sicher, ich will keinen töten. Das ist halt die Sache, Nick. Hey, ich bin ganz... Ja, du bist ganz Ohr. Das ist auch wunderbar, dass du ganz Ohr bist. Denn ich muss dir jetzt mal eben, naja, eigentlich Kram geben, der auch sinnvoll ist. Und das wäre dann in diesem Falle... Eher gesagt wenig. Ich habe viel Müll dabei, ne? Ich glaube, da muss ich jetzt mal radikal ausmisten, weil ich habe hier echt Zeug dabei. Das ist nichts wert. Das ist nur Platzverschwendung. Dann kommt das mal weg. Vorschlaghammer und das Gewehr. Drei Pistolen, Vorschlaghammer und das. So. Und dann können wir uns natürlich auch mal eben hier ein Redaway gönnen. Salisbury Steak. Russische Eier gönnen wir uns dann. Gummibonbons, Leguan am Stiel. Kuchen und nochmal einen Kuchen. So. Dann sind wir erstmal wieder geheilt. Jetzt müssen wir genau hier hin. Und dann müssen wir den Startschlüssel holen. Eins nach dem anderen erledigen wir jetzt gerade mal. War ich da auch schon mal? Ist der Loot wieder neu gekommen? Oder hatte ich hier tatsächlich nicht alles gemacht? Doch, eigentlich schon. Ich sehe auch hier Feinde. Angler. Hier geblieben. Wo sind die beiden jetzt hin? Keine Ahnung, ich speichere mal. Denn ich muss ja mal eben auf das Schiffchen. Startschlüssel. Vorkriegsgeld und eine Menge anderen Kram. Leider habe ich meine Badehose vergessen. Da draußen. Da. Rede mit Dima über den Startschlüssel. Benutze den Startschlüssel, um Nukleus zu zerstören. Was? Ich will eigentlich gar nichts davon machen. Also ich will, wie gesagt, keinen jetzt unbedingt direkt töten. Das ist also, wenn ich ehrlich bin, gar nicht meine Absicht. Auch, ich habe meine Meinung geändert, auch nicht die Bescheuerten. Da habe ich meine Meinung ja auch schon wieder geändert. Ich war ja erst so und habe gesagt, ah, die müssen wir töten. Die sind böse. So, dann schießen wir dir mal in die Seite. Und ein heftiger Schuss. Ah, die sind aber auch hartnäckig, muss ich gestehen. Der Nick. Hörst du den nur im Hintergrund fluchen? Also nicht, dass das eine Option wäre. So, das war nicht dieser Angler. Das war er, den ich gesucht hatte. So, hier lag da aber noch einer. Da hinten, das müsste der sein. Jawohl, das ist er auch. Gut, dann hätten wir das schon gelöst. Dann müssen wir jetzt hier hin, finde die Ladung der Marine Kampfrüstung. Head of Cove, dann gehen wir mal eben dahin. Dann erledigen wir das mal alles ganz schnell, eins nach dem anderen. Und dann müssen wir dann mit den jeweiligen Parteien reden. Aber wie gesagt, ich will eigentlich keine Atombombe zünden. Also das kommt bei mir irgendwie gar nicht in Frage. Ich denke mal, man könnte mehrere Enden hier freischalten, indem man dann speichert und irgendwie, keine Ahnung, jeder gegen jeden aufhetzen wird, sollte. Aber wie gesagt, ich möchte das gar nicht. Ich möchte versuchen, einen friedlichen Weg zu wählen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, also wenn das absolut nicht geht und ich muss jemanden töten, dann würde ich eher die Kinder des Atoms töten, wenn ich ehrlich bin. Halt nur, wenn das nicht gehen sollte.
bin immer noch überladen, Nick. Ah, oh, der schwimmt ja jetzt hier so albern. Nick, komm mal her. Aufgepasst. Schieß los. Nick, handeln. Hier ist mein Angebot. Dein Angebot lautet... Ach, jetzt habe ich den Hilfsmittel gegeben. Ich wollte ihn hier Schrott geben, damit ich das schon mal hier los bin, diesen ganzen Krempel. Zumindest jetzt vorzeitig erstmal. Weil ich weiß jetzt nicht, was er noch alles so nehmen kann. So. Und dann kann ich jetzt hier in Ruhe dahin schwimmen. Und diesmal auch etwas schneller. Okay. Wunderbar. Das nehmen wir mal mit. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nach den Werten geguckt. Das können wir uns in Ruhe anschauen. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal den ganzen Krempel dabei. Dann wieder zurück zur Rüstung und zurück zu Nick. Der hier munter umher schwimmt. So, erstmal aus der Suppe hier raus. Dann mal schauen, was haben wir da jetzt noch für Punkte? Wunderbar, wunderbar. Benutze den Startschlüssel, um den Nukleus zu zerstören. Nee, das will ich nicht. Rede mit Dima über den Startschlüssel. Das können wir machen, mit ihm reden, solange wir noch keine Handlungen damit tätigen. Raspberry Point, die letzte Ladung der Kampfrüstung und Dimas Arsenal. Also warte mal, da machen wir erstmal hier eine Markierung hin und gehen jetzt mal zum Raspberry Point, damit wir direkt beide Orte nacheinander abschließen können. Holen wir erstmal die Kampfrüstung. Da bin ich mal gespannt, diese Marina-Kampfrüstung, die wird bestimmt richtig gut sein, vermute ich mal. Vor allem, wenn man die dann pimpen kann. Unbehandelt könnte sie so, naja, sein, aber behandelt, denke ich mal, schon recht ordentlich. Da können wir ja schon fast so hinlaufen, oder? Bin doch hier richtig, ja. Na, okay, fast hinlaufen ist ein bisschen übertrieben. Ist ja doch ein Stückchen. So, aus der Rüstung raus, speichern und dahin schwimmen. Machen wir mal einen kleinen Körper rein und bewegen uns zum Zielort. Da unten sehen wir es auch schon im Container. Und hier wieder der ganze Marine-Spaß. Da wird bestimmt was von Wert drin sein, wenn wir das jetzt mal alles kombinieren und so und dann auch aufwerten. Muss ich mich aber mal in Ruhe mit beschäftigen am Ende sowieso, wenn wir das ganze Zeug zum Commonwealth schleppen, wenn wir mal schauen, was wir da so für Rüstung haben. Ich habe immer gute Teile weggelegt. Das müssen wir uns dann wirklich mal in Ruhe ansehen. Vielleicht werde ich das dann auch mal außerhalb der Folge machen und dann am Ende halt präsentieren, was wir alles eigentlich im Endeffekt am Best-of-Kram rausgeholt haben. Weil jetzt alles dann immer zu gucken, aufzuwerten und so, das dauert ja auch eine Zeit. Das wäre ja auch schon, glaube ich, mehr als eine Folge mit dem ganzen Krempel, den wir jetzt hier haben. Ich versuche das dann natürlich so knapp wie möglich zu halten. Jedenfalls werdet ihr so oder so halt die Ergebnisse sehen von dem, was wir gefunden haben und was wir bräuchten davon. Nein, nicht ins Wasser fallen, nicht ins Wasser. Oh Gott, das ist ja schon ein Stück. Komme ich da überhaupt mit der Rüstung so hin? Naja. Ist ja zum Glück nicht so tief hier und außerdem ertrinken wir sowieso nicht. Das ist zumindest ein Vorteil. Aber ja, wir nähern uns wirklich dem Ende. Also das ist jetzt so das Letzte, was wir noch entdecken müssen. Ah ne, wir müssen noch hier das geheime Dingslabor... Stimmt, das müssen wir auch noch untersuchen. Obwohl wir da ja schon mal waren. Mal sehen. Also das werden wir in dieser Folge sowieso nicht mehr alles schaffen.
Das wird dann wohl doch nochmal eine letzte Folge geben. Also noch eine weitere Folge geben. Dimas Arsenal. Achso. Erde in Aufruhr. Okay. Erde in Aufruhr. Was haben wir jetzt hier? Turbinencode. Schalte Verhabers Verteidigung aus. Rede mit Dima über den Todmannschalter der Windturbine. Naja, reden werden wir mit ihnen, aber ausschalten wir wen nicht. Also das sind jetzt hier diese Quests, die jeden den Arsch versohlen. Also einmal die Atombombe zünden, um die Kinder des Atoms zu töten. Dann den Nebelkondensator ausschalten, um die Verhaberbewohner zu töten. Was haben wir jetzt hier? Windpark. Nee, das will ich nicht. Wo war denn hier nochmal... Konnte doch hier die medizinische Einrichtung. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das war. Das entfernen wir mal. Rede mit Dima über den Todmannschalter der Windturbine. Schalte Verhabers Verteidigung aus. Sprich mit dem hohen Beichtvater über den Startschlüssel für die Atomraketen. Benutze den Start. Nee, will ich ja alles nicht. Hier, da war doch noch was. Decke Dimas geheime medizinische Einrichtung auf. Ach genau, das war in der Wimpop-Fabrik. Na gut, dann gehen wir da nochmal ganz schnell jetzt hin und lösen das. Also das Geheimnis da aufzudecken. Wir waren ja schon mal unten in dieser Kammer. Und wenn das dann gelöst ist, dann werden wir das andere, glaube ich, ich denke mal, wir schaffen es in der nächsten Folge. Es sei denn, es ist dann wirklich noch so viel, was dazu kommt, was da jetzt irgendwie noch mega Krieg unter den ganzen Fraktionen herrscht. Und wir kriegen nochmal voll viele Quests. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Weil wenn wir hier schon eine Atombombe zünden sollen, könnte man es ja quasi schnell abhaken. Und ich werde definitiv keine Atombombe zünden, um irgendwen zu töten. Auch nicht für die Kinder. Aber im Fall der Fälle, wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wirklich gnadenlos hart auf hart, dann werde ich lieber die Kinder des Atoms töten. Das ist dann eher eine Option für mich, die ich dann wählen würde. So, dann gehen wir mal da rein in den Laden. Das war noch irgendwie mit dem Aufzug. Da musste man irgendwie mit dem Aufzug fahren. Hinter so einem Gitter war das, ne? Und dann kommt man in den Keller und da war die medizinische Einrichtung. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah toll, jetzt haben wir hier mehrere Türen, die angezeigt werden. Der Segen des Vergessens. Ja, ich habe doch noch gar nichts abgeschlossen. So sollte das Leben sein. Bring Dimas Geheimnis in Erfahrung. Das ist also Dimas Geheimnis. Was, wo war das jetzt? Jack Cabot findet eine Karte im Baseball, bla bla bla. Nein, so sollte das Leben sein. Bring Dimas Erfahrung. Geheimnis in Erfahrung. Das machen wir noch. Ich schalte das jetzt erstmal aus. Damit ich das jetzt gerade hier nicht so 10.000 Sachen angezeigt bekomme. Weil sonst ist das doch ein wenig verwirrend. Ja genau, da hinten war es. Ich erinnere mich, da ist der Aufzug. Jawohl. Gut, dann war es doch nicht so schwer zu finden jetzt. Es hielte sich in Grenzen. Nach oben. Aber was ist Dimas Geheimnis? Was hat er verbrochen? Wie können wir ihn quasi als Buhmann dastehen lassen? Das ist wieder respawned, das will ich alles nicht nehmen. Komm, das hier nehme ich mal eben mit. Ein bisschen nehme ich jetzt doch mal mit. Aber jetzt nicht nochmal alles. Anonymes Grab. Okay. Avery's Medaillon. Avery's Schädel. Was? Captain Avery, wir haben... Ich bin gerade verwirrt.
Oh, jetzt kann ich das nicht. Na. Oh. Komm schon. Oh, jetzt muss ich das Grab auch noch richtig schänden hier, nur damit ich an den blöden Holoband rankomme. Ach, das gibt's doch nicht. Natürlich, jetzt verlässt er auch noch die Rüstung. Ich wollte die Leiche wegschieben. Ach, das ist ja nicht dein Ernst. Das ist gerade ein Fehler hier. Ich komme da nicht dran. Ich stelle die mal wegen des Mordes an Avery zur Rede. Informiere Frau Haber über Averys Ermordung. Melde dich wieder bei Kazumi. Toll, ich habe nicht gesehen, was das jetzt für ein Band ist. Ach, das ist doch jetzt doof. Och, Mann. Nur weil es jetzt gerade so blöd gelaufen ist hier mit Aunt Franny. Es ist nun mal geschehen, war das das? Als würde alles, was man ist, herausgerissen und durch etwas jemand anders ersetzt. Ich bin bereit. Niemand darf davon erfahren. Mir geht es nicht nur darum, Fahrhaber zu infiltrieren, sondern darum, der Mensch zu werden, den die Synths brauchen, die hier ankommen. Es ist vernünftig, sie als Lebewesen zu akzeptieren. Oh, der Dreckige. Nicht besser oder schlechter als Menschen. Du wirst Teil der Brücke zwischen unseren zwei Welten sein. Aber das alles ist verloren, wenn jemand bemerkt, dass es künstlich geschaffen wurde und du ein Synth bist. Musste sie sterben? Die Frau, die ich ersetze? Gott, sie ist so wunderschön, wie sie dort liegt. Bitte nicht. Ihr Blut klebt an meinen Händen, nicht deinem. Dieser dreckige Dima. Der hat Avery umgebracht und hat wie das Institut sie einfach ersetzt. Er hat doch selber gesagt, sie wollen vor dem Institut fliehen, sie wollen im Frieden leben. Und hat aber Leute umgebracht und sie ersetzt durch eine Kopie. Erdgeschoss. Was für ein dreckiger Heuchler. Also, im Endeffekt wollte ich die Kinder des Atoms töten, aber Dima sorgt gerade dafür, dass er im Ranking steigt, sage ich mal. Ich will da hochfliegen. Na, nicht dein Ernst. Wir brauchen dringend mehr AP-Punkte. Da muss ich auch mal draus gehen mit der Zeit. Dass wir definitiv mal besser fliegen können. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier raus, werde jetzt das ganze Zeug mal verkaufen und dann werden wir in der nächsten Folge, die dann die letzte Folge sein wird, wahrscheinlich von Fahaber. Es wird zumindest jetzt erst in der nächsten Aufnahmesession passieren. Da werden wir die mal zur Rede stellen. Dann werden wir auch allgemein mal gucken, wie wir da antworten können und was wir da ausloten können. Ich bin mir da selber nicht so sicher, wie das Ganze friedlich zu lösen ist, ob es da überhaupt noch eine friedliche Lösung gibt, ob wir auch überhaupt Fahaber die Wahrheit sagen können, dass Avery ein Synth ist. Ich glaube, das sollten wir nicht sagen. Das wäre fatal. Ich glaube, die würden den Synth umbringen und wer weiß, dann wird es Krieg zwischen den Synths und den Fahrhaber-Bewohnern geben. Die Kinder des Atoms sind dann auch irgendwie mittendrin statt nur dabei. Also alles sehr kurios. Ich würde sagen, das werden wir alles in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession aufklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher und ich bin selber gespannt, wie es weitergeht, vor allem wie es enden wird. Mal sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Begleiten hier durch die Apokalypse und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen wieder und bis dahin. Tschüss.